Ein Kubotan ist ein zwischen 12 und 20 cm langer Gegenstand, der dafür gedacht ist, seine Schlagwirkung in einem Verteidigungsfall zu erhöhen oder auch teilweise benutzt, um bestimmte Punkte anzugreifen. Das wird gerne auch als Kombi-Instrument, als sogenannter taktischer Kugelschreiber verkauft. Und ich will mir mit euch jetzt angucken, wie effektiv das eigentlich tatsächlich ist und ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Schauen wir uns mal mögliche Gegenstände an, die so als Kubotan ähnlicher Gegenstand gelten können. Was ist da sinnvoll und was ist das Beste? Dafür will ich einen kleinen Test machen, weil Gegenstände, die ganz gerne mal empfohlen werden, haben da die Eigenschaft, dass sie ja gar nicht ausprobiert werden. Beispielsweise ein taktischer Kugelschreiber oder ein normaler Kugelschreiber oder andere Sachen, die da oft als Ersatzgegenstände genannt werden und mit denen man Kubotan-ähnlich arbeiten kann. Kann man das eigentlich? Wir testen das mal. Mit. So, hier haben wir eine Reihe von Gegenständen, die da gerne mal empfohlen werden und die vielleicht sich eignen, um als Kubotan-ähnlicher Gegenstand Selbstverteidigung zu unterstützen. Das könnte zum Beispiel eine Haarbürste sein. Auch immer wieder gerne genommen ein Stift, zum Beispiel jetzt so ein Edding-mäßiger Marker. Das können Gegenstände sein, wie jetzt hier zum Beispiel dieser Zollstock oder Meterstab, wie es korrekt heißt. Tactical Pen, also ein dafür eigens gefertigter Kugelschreiber, der besonders robust sein soll. Ein normaler Kugelschreiber. Ja, nochmal ein Marker. Noch ein Tactical Pen. Taschenlampe. Und ja, vielleicht fallen euch noch Sachen ein, die ähnlichen Charakter haben. Dann gibt es noch den Kubotan selber an sich, also ein Gegenstand, der speziell dafür geeignet ist. Und ich will jetzt zwei Sachen einmal mit euch testen und gucken und vorschlagen. Erstens, wie gut funktionieren diese einzelnen Dinger tatsächlich? Zweitens, wie kann man denn das ein bisschen zumindest üben? Was meine ich mit funktionieren? Ich meine damit, dass wir bei Intense Training solche Kubotan-ähnlichen Gegenstände hauptsächlich als Schlagwirkungsverstärker verstehen. Das heißt, ihr schlagt auf irgendwas drauf und weil das hart und spitz ist, habt ihr mehr Verformung im Ziel. Das ist in einer Hinsicht unangenehmer für das Ziel. In anderer Hinsicht heißt das aber auch, dass ihr eventuell tatsächlich weniger Masse bewegt und vielleicht dadurch weniger wahrscheinlich einen Knockout produziert. Sei jetzt erstmal drum. Wir nehmen das jetzt erstmal als, wir haben da einen harten Gegenstand eben, der einfach robuster ist als unser eigener Körper und mit dem schlagen wir auf etwas drauf, damit bei uns nichts kaputt geht. Ja, und das wäre jetzt auch das Experiment. Was ist denn, wenn man jetzt wirklich mal etwas trifft? Und jetzt ist der menschliche Körper ja nicht überall weich und nicht überall gleich weich, sondern der hat auch harte Stellen, knochige Stellen, die man eben auch treffen und erwischen kann. Und dann fragt sich doch, wie ist denn das eigentlich mit diesen Gegenständen, wenn man da wirklich ordentlich raufzimmert? Und das können wir doch mal testen. Ja, ich habe hier einmal den Reifen, der ist schon etwas härter, als jetzt so die weichen Stellen am Körper, ist aber immer noch ein bisschen weicher als die harten Stellen. Deshalb können wir da gleich noch das Brett dazu nehmen. Aber wir starten erstmal mit dem Reifen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit hier so einem Edding-mäßigen Stift an. Und wenn ich mit dem hier drauf schlage, habe ich so am Reifen ein relativ gutes Gefühl. Das ist für meine Hand okay. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt noch nicht mit voller Kraft zuschlage. Ich merke das bereits im Daumen hier, mehr als jetzt, so würde ich nicht tragen. Und um das mal vergleichen zu können, wenn ich mal den weglasse, dann ist das hier der Schlag. Das ist nicht alle Kraft, die dahinter gehen kann.
Also mit einem Ellbogen hätte ich deutlich mehr Wumms hier in den Reifen. Würde mich trauen, deutlich härter zuzuschlagen. Trotzdem, mit so einem Edding, das geht ganz gut. Nehmen wir mal eine Stufe massiver. Safety first. Und das macht mir schon echt ganz schön Ärger hier im Daumen. Das überlebt man jetzt, ne? Das ist nicht schlimm. Aber ihr werdet da allerhöchstens einmal mit voller Kraft zuschlagen. Es sei denn natürlich, ihr packt den Daumen da nicht drauf. Nehme ich das hier und habe den Daumen jetzt hier so fest drum. Dann kann ich immer noch, also dann werde ich, das müsst ihr selber mal auch testen, nicht mit voller Kraft zuschlagen, weil ich merke, das Ding rutscht mir weg und ich erwische das hier und zwar ungeplant. Hier kann ich mich da eher mit drauf einstellen. Es ist kein super schönes Schlaggefühl mit so einem Teil in der Hand. Probiert es am besten mal selber aus oder glaubt mir halt. Was ist denn jetzt, wenn der Gegenstand noch dünner und schmaler wird? Wenn wir zum Beispiel einen ganz gewöhnlichen Kugelschreiber und wenn ich den jetzt hier nehme, dann kann ich hier so kleine Pieksbewegungen machen, das ist schon okay. Aber Kraft steckt da nicht hinter. Das heißt, wenn ich damit was treffe, das wird unangenehm sein, auf jeden Fall. Vielleicht gibt das auch eine Blessur. Aber ob das ein ernsthaft wirklich gewaltbegeisterten Angreifer, der vielleicht gerade vollgepumpt mit Adrenalin ist oder der, der sonst irgendwie auf irgendeinem Zeug ist, aufhält, das kann man echt bezweifeln. Was ist, wenn das jetzt eine härtere Oberfläche trifft, wie zum Beispiel ein Schädelknochen, weil derjenige bewegt sich vielleicht. Oder irgendwo ein Knochen hier. Ja, mal sehen. Da habe ich jetzt schon nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Das ist einigermaßen unangenehm. Und je mehr ich haue, desto mehr merke ich auch hier, das schmerzt im Daumen. Andererseits, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es ist ein kleiner Eindruck hier ins Holz. Das ist also schon so, dass das natürlich sehr schmerzhaft ist für jemanden, der jetzt eben nicht bis zur Hutschnur voll mit Adrenalin ist oder irgendwas anderes eingeworfen hat. Überraschenderweise lebt der Kugelschreiber noch. Also, das ist jetzt beim Reifen anscheinend keine Belastung. Bei dem Holzbrett, was zugegebenermaßen jetzt mit OSB nicht so hart ist, ne? Aber trotzdem scheint das dem Kugelschreiber überraschend wenig anzuhaben. Sehr schön. Das überrascht mich tatsächlich. So, was haben wir noch? Haarbürste aus Plastik. Ist das stabil? Hält das? Ja, man kann sie sogar relativ gut fassen, wenn man einfach hier in diese Bürsten hier reingreift. Es ist keine Metallbürste, ne? Es ist Kunststoff, also hier, die Borsten sind auch nicht aus Metall. Versteht sich. Das geht ganz gut, man kann die einigermaßen halten. Härtere Oberfläche, auch okay. Es wird aber tatsächlich auch wieder hier schon unangenehm. Ich habe hier nicht mehr das Potenzial, meine volle Kraft da reinzupacken. Es wird echt über 40% so unangenehm für die Hand hier, dass es, es tut extrem weh. Und hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Kraft in den Schlag gegeben, was eben möglich gewesen wäre vom Arm her, boah, dann weiß ich nicht ganz, was ich danach alles mit meiner Hand noch dann gut hätte machen können. Also, es geht für so kleine, lockere Schläge, für feste auch wieder sehr unangenehm. Jetzt haben wir hier den Meterstab, Zollstock. Der hat, denke ich, den Vorteil, dass der hier eine gute Breite hat und kein Relief, wie jetzt zum Beispiel hier der Kamm, weil da sind das hier diese Teile, die einem sehr unangenehm in die Hand beißen. Hier, ja, tatsächlich, ist bis jetzt das Beste. Da kann man echt gut zuschlagen mit. Es ist unangenehm in der Hand, aber es geht auch jetzt mit
Abstand am besten von allen Gegenständen. Ich jetzt mal mit dem Handschuh noch härter zuschlage. Ja. Ja, also tatsächlich ein Gegenstand, der glatt ist und die Hand gut ausfüllt, der funktioniert scheinbar mit Abstand am besten. Textmarker. Ja. Textmarker ist auch hervorragend, weil der ein Tickchen breiter ist als jetzt so dieses runde Edding-mäßige Teil. Damit kann man echt gut zuschlagen. Funktioniert ganz gut. Auch hier, ne, es ist nicht volle Kraft, weil ich immer merke, das Ding würde mir rausrutschen und ich lande dann hier nicht in der Abspannung, wie ich gerne möchte, mit der Hand drauf. Aber damit kann man schon einigermaßen schnelle kleine Schläge machen und da hat man auch einen guten Griff. Wenn wir jetzt mal schauen, wie ist es mit einem Tactical Pen? Extrem unangenehm. Warum? Das Ding ist komplett aus Metall und hat hier jetzt oben eine relativ harte Kante. Wenn man den Daumen drauf hat, das ist, ja, das merkt man schon echt. Also das ist halt nur so für kleine Pixerchen, so richtige Schläge. Das mache ich lieber mit der bloßen Hand, ernsthaft. Das heißt, von einem Tactical Pen bin ich jetzt gar nicht mal so begeistert. Also da habe ich mit der bloßen Hand mehr Wumms. Das tut dann zwar nicht ganz so weh auf der Oberfläche, ne, klar, das ritzt die Haut nicht an wie das Ding hier. Das ist auch vielleicht nicht ein kleiner Eindruck im Knochen, aber das schüttet den Schädel dafür vielleicht mehr durch. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht begeistert vom Tactical Pen. So, und jetzt ehrliches Geständnis. Die ist mir zu schade. Ich glaube, das ist hier am besten, weil die lässt sich am besten greifen. Die ist vom Durchmesser, die hat, einfach am schönsten, um die Hand auszufüllen. Ich traue mich aber nicht, mit der auf den Reifen oder auf das Holzbrett zu schlagen. Aber wir machen einen Deal. Ich nehme mal was ungefähr den gleichen Durchmesser hat, dieser Ratternstab hier. Ungefähr der gleiche Durchmesser und probieren mal, wie es damit ist. Natürlich, ne? Ihr müsst euch den oberen Teil wegdenken, aber der macht bei unserem Experiment überhaupt keinen Unterschied. Ich treffe hier mit dem unteren Teil und ich halte es hier fest, ne? Und ob da jetzt noch 3 cm, 30 cm oder 300 cm dranhängen, macht ihr zu uns und unser Experiment hier erstmal keinen Unterschied. So ein Gegenstand, der die Hand gut ausfüllt, ne? Mit dem kann man hier richtig Gas in den Reifen geben. Ich schlage hier wirklich mit voller Kraft zu. Ich rutsche hier nicht weiter. Das Einzige, was eben passiert, ist, dass ich so ein bisschen hier winkel. Das ist aber nicht schlimm. Das zeigt sich jetzt als ganz gut kontrollierbar. Und auch, dass das hier oben ein bisschen nachwirbt, stört jetzt mich nicht doll. Und bei einer Taschenlampe wäre es ja weg. Holzbrett. Wie ist das? Aha. Also auch hier, da kann man wirklich mit so echt gut 70% zuschlagen und hat noch ein ganz sicheres Gefühl, so im Vergleich jedenfalls zu den anderen Sachen. Also, der Durchmesser von diesem Ratternstab ist ziemlich vergleichbar wie mit dieser Taschenlampe. Das ist hier, ohne jetzt mal Werbung zu machen, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Phoenix PD35, wenn man das googeln möchte. Ich denke mal, das sind so 3,5 oder knapp unter 3,5 cm Durchmesser und das kann man echt gut in der Hand halten. Und wenn ihr es in eurem ganzen Leben nie braucht, habt ihr fürs Gassi gehen oder fürs und das Auto gucken oder was auch immer eine sehr gute Taschenlampe und habt beim Joggen, wenn ihr es im Winter macht, eine Taschenlampe dabei. Das ist nicht so doof. Deshalb, mein Fazit von diesem kleinen Test und Experiment.